Herzlich willkommen zurück zu Trackmania Turbo. Heute mit Anne, Shigo, Nancy, Grants, Kundran, Liquid und Hotta. Hallo. Hallo. Quack, quack. Mit dabei. Go West. Ja, Nils ist nicht mehr da. Ja. Dafür bin ich da. Nils ist mit seinem Bier stecken geblieben. Er ist mit seinem Sohn heute Vatertag feiern. Heute ist nämlich Donnerstag. Diese Teenie-Väter. Ja. Es ja, ist auch schockiert. Krass, ey. Seit 3 Jahren schon Vater und er ist 19. Ja. Er war ja auch mal bei dieser Sendung, Teenie-Mütter, da durfte er auch mitnehmen. Ja. Haben sie eine Ausnahme gemacht. Ja. Auf RTL. Weil er halt auch so ein Sonderfall ist halt, ne? Ja, ja sein Sohn ja auch. Nein. Ja, sein Sohn ist auch was ganz Besonderes. Aus dem Weg, ihr Rentner. Aber wenn ich mit 16, ach du Scheiße, da hätte ich ja auch der Große gehört, da wäre mein Kind ja schon. Da wäre dir Kind jetzt schon wieder aus dem gut, Haus. Nancy, ja, aber ja, als ja, du 16 warst, waren die Zeiten ja noch ganz anders. Ja, da wäre das ja ein Skandal noch gewesen. Skandal. Wie hieß das ja noch? Soziale Ächtung. Derzeit war man so in dem Franzose, Alter noch Franzose, wo die meisten Leute fast drauf sind, okay. Weil kaum noch wer spielt. Ey. Wir sind irgendwie die Einzigen, die hier fahren. Ne? Ja, also nicht nur hier. Franzose. In Europa spielen gerade vielleicht aktiv 20 Leute oder so. Weil die Leute alle keinen Bock haben. Die haben ja weniger so Spieler als die Wolf. Das alle. Das war Rekord, ey. Jetzt weiß ich, lehnst du dich ein bisschen weiter aus dem Fenster. Nee, ich habe gestern durch Zufall gerade mal geguckt, die Wolf hat aktuell 180 Spieler. Nein. Du bist auch der Einzige, der es noch hyped, oder? Ja. Ich glaube. Aber ich habe ja auch eine Gruppe, so in der Gruppe macht es ja Laune. Das ist ja dann mir egal, wie viele das spielen. Genau, reichen ja 5. Ja, eben, wenn die 5 spielen, ist alles gut. Solange die Server nicht abschalten, so wie Noskov. Nein! Noskov ist schon down. Was? Ja, Noskov ist jetzt down. Echt? Das war letztes Jahr aber cool. Hä? Haben sie da nicht noch die ganze Zeit irgendwelche Online, also richtig Turniere? Also ich meine, die haben jetzt letzten Monat die Pforten dicht gemacht. Schade, war gar nicht so schlecht für mich. Schade, du hättest das doch gespielt, oder? Hab ich. Yeah. Du warst kurz davor, dann noch ein richtiges Multiplayer-Projekt zu starten. Ich fand's halt witzig. Ich fand das halt nicht so schlecht, aber ich bin halt generell nicht so der Multiplayer-Fan. Oh, Shigo, der war gut. Go West. Ich muss jetzt gucken, meine Aufnahme ist ab. Go West. Ah, ja, genau. Ach so, das kannst du doch die Tage irgendwann nicht, oder? Ah, jetzt weiß ich, wo ich das Lied kenne. Go West. Okay. Da gab's noch so einen bescheuerten Tanz. Keiner konnte. Haben wir in der Grundschule mal irgendwie. Nee, das war YMCA. Nee, das war's nicht. Da gab's passt. Auch einen geilen Tanz. Ja, das war auch geil. Ja, letzte. Den geilsten Tanz gibt's aber zu Mein Hut, der hat 3 Ecken. Mein Hut hat 3 Ecken. Lass Ketchup. Oh nee. Der Hammer ist der. Der war geil. Im Sommer setzt Nancy noch hin. Was? Das glaube ich nicht. Was? Mit mir? Oder war das ein Cover 2000? Das sind 16 Jahre her. So weit los. Da war Nils noch nicht mal geboren. Doch, da ist er gerade Vater geworden. Ja, wir hatten letztes Mal ja ernste Themen, aber das war nicht so gut. Das war nicht so gut? Ja, viele. Ja, das ist halt so eine Diskussion halt entstanden. Das war ja eigentlich nie der Plan, aber ist ja richtig. Bei mir finden die Leute das immer ganz gut, wenn wir irgendwelche Themen haben. Ja, irgendwelche Themen wie, kennt ihr noch diese glibbrige Hand aus den 90ern? Oder, ja, Bibi verkauft den großen. Nee, ihre Rolex. Ist ja, irgendwelche Themen ist ja auch weit gefächert. Ja, ist auch weit gefächert. Ich bin über alle, oh mein Gott. Na, ich bin wieder punktgleich mit daran Galo, nur weil ich jetzt so ja. Alphabet hinten ist ganz schön. Du musst zwar okay, nein. Ich schlafe. Ich schlafe. Okay, Shigo, das beruhigt mich. Das ist voll ungewohnt, wenn da auf der Straße nichts los ist, irgendwie, oder? Das ist auch mal angenehm, ne? So ist das halt, wenn man in Dortmund wohnt. Ah, ne, warte, du wohnst ja nicht in Dortmund. Ich wohne in Halle. Die Schule läuft ja nicht. Was macht dein Hund? Ja, der liegt jetzt unten. Er liegt jetzt unten. Hat keinen Sinn. Näher am Ausgang, ja. Ich hab den heute einfach den halben Tag noch im Garten gelassen, ey. Nochmal wieder mit der Gießkanne durch den Garten gegangen. Oh. Na, Blumen gießen, der Nachbar? Nee. Ich finde, das ist so eine Sünde, weil die Hunde das selber auch voll schlimm finden, oder? Ja, ich weiß. Sie sind voll schlechtes so Gewissen. Oh no, ich war gerade erst am Checkpoint und dann fasch ich gegen die Wand, ey.
Oh, hat er dreht schon seine Runde. Oh, fick doch die Henne! Ja, ja. Ich bin ja bloß noch 9 Sekunden, ne? Mann, ich kann doch keine Runde mehr beenden. Ist der... oh, dreh dich einfach mit. Okay, mach ich. Oh. Wow. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass so, der heute nicht in der Top 10 ist, ne? Mir ist der Hexball abgefallen. Das war halt nicht gemeint. Wow, ich krieg Punkte dafür, ist noch ein Witz, oder? Ja, du hast den warte mal, ich bin in Sachsen auf Platz 460. Der Wahnsinn. Ich glaube, du bist immer noch hinter Randy. Ich bin 77. Verdammte Scheiße, really? Das kann nicht sein. Was, 77. in Sachsen? Ja. Aber wie viele fahren in Sachsen? Warte. Wer kann sich das um 400 noch was? Nee, ja, aber wie viele fahren da von einem Auto? Die meisten fahren ja Träger. Oder Trabi. Ja. Ne. Aber sagst du was nicht? Manche warten auch noch drauf. Die stehen ganz oben auf der Liste, hat man ihnen gesagt. Oh ja, das ist nicht gut, Leute. Dann kriege ich wieder wütende, wir waren neureich, weißt du? Wir hatten das Menschen am Anfang. Oh. Die Wut. Die das alles zu ernst nehmen. Oh nein, schon wieder Offroad. Oh, fuck. Wir werfen 93. Die bewerfen dich dann mit Bananen. Das ist zu teuer, das geht nicht. Also. Avoid the center. Das ist irgendwie nur Spaß an alle Aussies im Chat. Ja. Geht die nächste Diskussion. Aber jetzt, damit ich meinen Witz auch nochmal kundtun kann. Was ist die Lieblingssportart eines Aussies? Bobfahren. Linke Mauer, rechte Mauer und immer nach unten, ne? Was? Links eine Mauer, rechts eine Mauer und es geht immer bergab. Findest du nicht witzig? Warum nicht? Der ist alt, lol. Bananenwitze sind auch alt. Aber werden die dadurch schlecht? Ja. Hat die Bananen schwarz werden sie. Ist natürlich nur Spaß, ja, nicht ernst nehmen. Also ich meine das vollkommen ernst. Boah, ich bin vor Grants, diesen Moment muss ich erst haben. Ich bin ja noch nicht mal im Ziel gewesen. Oh mein Gott. Lügenpresse. Ich bin vor Anika, Anika schön. Hallo, ich bin eine Kaffeemaschine. Oh Gott, ich schneide einfach mal über die Strecke. Top Ten ist Pflicht, ne? Das Elimination. Es sind sogar 12 Leute dabei, man kann wirklich aus dem Top 10. Ja, wer 11er und 12er muss, verlassen die Aufnahme. Nein. Deswegen ist Nils da nicht da. Eigentlich bin ich erst. Ich hab Angst. Ja, ich bin 9, aber nur weil Alina sich da reingemogelt hat. Ich bin vor dem Franzosen, das ist alles was zählt. Ja. Franzose? Sein Franzose. Noch auf Platz 9. Aber vor Chino bin ich noch. Doch. Pass auf, es ist nicht noch. Schau rein. Habt ihr schon alle Game of Thrones? Natürlich nicht. Ich bin am Aufholen. Ich hab die Staffel 4 verpasst. Ja. Muss nur noch die 10. Folge gucken. Grand du aber, oder? Ja, ich hab's auch. Ich guck ja immer Dienstag. Ich bin zwar erst bei Staffel 4, aber. Ja, weil ich bin Montag. Was machst du dann? Was machst du Montag dann? Guckst du nicht auf Twitter und so? Nö. Weil es einer Zombie geht vor. Wisst ihr nicht, geh ich nur zur Arbeit, nehme mit euch auf und dann geh ich schnell schlafen. Damit endlich Dienstag ist, du gucken kannst. Ja, genau. Aber ich freue mich auch auf November. Now to Walking Dead wäre auch geil. Doch. Doch. Ich habe jetzt fast die erste Staffel von Z Nation fertig. Ja, die zweite Staffel ist erst halb übersetzt, denn da fehlen die Hälfte an Folgen. Eine Folge ist auf Deutsch. Z Nation auf Deutsch ist mega geil. Ist voll lustig, ey. Ich komme an meine Zeit nicht mehr ran. Bitte Z. Murphy. Glaube ich, mache mal zu. Pedalo. Ja, verkünden ist ja auch nicht schwer. Oh, nochmal verbessert, ey. Du hast auch nichts sonst zu tun, oder, Hotter? Nö, warum? Du bist auch Fieldtrack-Mania, ne? Das erste Mal wieder seit, keine Ahnung, 4 Wochen. Klar. Aber du meinst es alle mal. Erste Mal seit 4 Stunden hat er wieder gespielt hier. Ja. Ich bin vorm Looping Erster und nach dem Looping Fünfter. Und diesmal ja, das war bei mir auch so. Ich bin mehrmals jetzt. Was? Es geht langsam schon. Ach, Alina fährt ja auch mit. Ja. Ich bin nur 6. Ich bin die beste, dass Frauen mitfahren, das finde ich gut. Oh, eine Hundertstel. So was wie eine Frauenliga das gibt's nicht. Doch, hier schon. Die ist doch ein Frauenfußball. Die ist doch endlich geil. Frauenfußball gibt's auch kein Abseits, wisst ihr was? Was? Das ist eine Lüge. Nein, das gibt es nicht. Gibt's
überhaupt keine aus. Da werden die Banden höher gezogen. Alter, was ist denn aber nicht lustig? Wie beim Kegeln, wo dann die Banden hochklappen. Oh, beim Bowling. Stimmt, beim Bowling. Ja, für die Kinder. Ja, ab. Also. Ja. Ey, aber es ist ja aber sogar beim Golf dürfen Frauen von näher warte dran kurz starten. Ja, man muss das ja auch mal klarstellen, dass das hier nicht fair ist. So, wartet mal ganz kurz einen Moment. Mit dem Stargast, sag mal hallo. Also, hallo. Ronny! Er kann euch nicht hören. Aber oh. Aber ich hab mich so gefreut. Oder jetzt kann er euch hören. Jetzt muss jedes Video gucken von jedem. Jetzt kannst du reden. Ronny! Ich höre euch. Hallo. Jawohl! Wieder Karten spielen auf Gamescom. Aber auf jeden Fall, ja. Alina ist ja voll gut. Teuer? Ja, natürlich. Hey, Hotter fährt doch gerade für mich. Ja, und dann. Er fährt mit zwei Händen an. Oh, ich bin zum Glück vorbei. Oh, ich darf mich eh nicht mehr zu verbessern. Ja. Ich bin noch unter den Top 10, oder? Okay, das ist krass. Ich bin Top 10. Lupin. Ich guck gleich. Ah, ich kann leider nicht. Ich sehe das. Wir sehen das. Anne sind zwei Franzosen. Drei Franzosen waren hier. Warte mal, wir sind gleich am 10, oder? Alle dürfen bei der nächsten Aufnahme noch mitmachen. Ja. Den Links findet ihr unter der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.